Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4, A Thief's End. Ich musste gerade wieder überlegen, weil eigentlich heißt es ja Legends of Thieves, die Collection. Und irgendwie vertue ich mich da immer. Oh, Moment, hier war noch ein Brief. Im Namen von Lord Avery lade ich, achso, das war das, was die vorhin vorgelesen hatten, also in der letzten Folge, lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Freundschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes der Freiheit. Thomas Tew. Okay, das nehmen wir dann natürlich direkt mit. Ja, du sollst es mitnehmen. Da war aber noch eins, was man... Nein. Oder ich kann nur ein... Ja, genau, ich kann nur einen Tagebucheintrag machen. Für die Nachwelt. Genau, das ist natürlich cool. Beziehungsweise gut zu wissen, was da wohl passiert ist. Hier scheint auch nichts mehr... Nichts mehr so zu sein. Oh. Mann! Das ist die Laufentaste. Warum schießt der da immer automatisch mit? Das ist Ziel. Hier, das. Wieso schießt der automatisch mit der Taste? Das ist doch Kacke. Kann ich hier... Ja, kann ich irgendwie aufladen, aber irgendwie auch nicht. Hey, hier hoch. Langsam. Vor allen Dingen langsam. Die sausen hier direkt hoch. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Mhm. Achso, da ist sie. Okay. Du solltest eigentlich mit dem Ding machen, aber ist in Ordnung. Hey. Ah. Typisch PlayStation, wird ständig geladen. Der Shoreline-Truck ist noch da. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Ich habe gerade mein halbes Magazin verballert. Oh, Mann, ey. Oh, Moment. Erstmal gucken wir hier. Mehr Kanonen. Genau wie bei Two's House. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann Erde. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So was Ähnliches hatte ich gehofft. Auch wenn ich da jetzt nicht direkt und dran geglaubt habe. Ganz offiziell in Henry Averys Haus. Okay. Oh. Hab ich mich jetzt erschrocken? Wo habe ich den denn jetzt auf einmal her? Hä? Wort des Tages. Pompös. Warum hat der Thomas Tew nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von ein Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Okay, oh, hier müssen wir auch aufpassen. Geht's nämlich auch tief runter. Mann. Aber ich denke, dass wir da weitergehen müssen, oder? Sieht so schießwütig aus hier. Das ist nicht gut. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Okay. Nicht gut, gar nichts gut. Hallo. Fußspuren. Ich sehe hier Fußspuren. Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Glaub
Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Ist hier noch irgendwas drin? Scheinbar nicht. Mehr Fußspuren. Ach, die ist schon oben. Was guckst du? Hä? Sollst Fußspuren suchen? Hm. Okay, da hinten ist nichts mehr. Hm. Wieso geht die da jetzt runter? Da kamen wir doch gerade her, oder? Okay. Kann man sich theoretisch ranhangeln? Ach, in der Mitte ist auch was zum Dranhängen. Kann man sich da dranhängen? Das ist jetzt die Frage. Oder krache ich dann runter? Wahrscheinlich krache ich dann runter. Ja, oder so. Ja, aber von hier aus hätte der schon längst... Ich komme hier rüber. Wo bist du denn? Ach, da unten. Die Spuren führen durch diese Tür. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Ach so. Oh, fuck. Ja, ziel bloß nicht unten hin. Ist ja jetzt auch nicht so... Alter, ernsthaft? Du kannst dich gewinnen! Ja, runter? Hallo? Der Vollpfosten hat mich jetzt hier gerade... Scheiße. Ich wollte eigentlich darüber rollen. Jetzt geh da hoch, Mann. Vollpfosten. Doch, das war sie. Scheiße. Ich weiß es doch, ich weiß... Oh, da oben ist noch einer. Oh, Mist. Nein, geht zur anderen Seite. Sehr schön. Scheiße. Waren das alle? Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Lass uns doch erstmal nach Munition gucken. Beziehungsweise Waffen. Mit der ist irgendwie besser zu schießen, finde ich. Okay. Okay, dann los, bereit? Hi. Oh, hallo auch.
geschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Ja gut, sie hat es ja schon vorgelesen. Das brauchen wir dann ja wohl nicht mehr. Finden wir diesen Gang. Okay. Da können wir theoretischerweise hoch. Da hinten sieht es sehr prunkvoll aus. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Ah, ich glaube, das ist nur ein Loch, oder? Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, okay. Mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Sehr schön. ich würde aber ehrlich gesagt gerne mal kurz oben gucken, ob da jetzt auch irgendwas ist. Ja, ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen schatzgeil. Vielleicht kann man da noch irgendwas finden oder so. Was ist das? Na, ich hab's doch geahnt. Meine Schnüffelnase hat mich nicht enttäuscht. Hallöchen, das ist ein sehr schönes Porträt. Ja gut, aber es ist das Einzige, was wir hier oben finden. Dann können wir auch direkt wieder runtergehen. Sehr, sehr geil. Mein Schnuffelnäschen verrät mich zwar auch manchmal und sagt dann, hey, da könnte doch was sein und da ist nichts. Aber in dem Fall hat es recht gehabt. Sehr schön. Okay. Dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz ist noch auf der Insel? Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Kommt ihr auch mal mit, weil ich höre die immer so schlecht, wenn die so weit weg ist. Dann mal los. Vorsichtig, Nate. Hey, bücken. Ja. Oh. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt. Mist. Wir werden es rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Ja. Ja, und dann mit herzlich willkommen zu Kapitel 19, Averys Abstieg. Wenn das nicht immer alles so lange dauern würde, weil ich Sachen hier kontrolliere, dann könnte ich schon eine schöne, kürzere Kapitel machen, die dann schön zusammenhängend sind. Aber leider, so muss ich das Kapitel auch hin und wieder, ja, mittendrin öffnen. Was haben wir hier? Frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. Hallo? Ich sehe jetzt gar nichts mehr gerade. Okay. Ah. Moment, sind wir jetzt hier reingekommen? Achso, das ist das Ding. Moment, war hier gerade was am Blinken? Nee. Ich dachte gerade auch schon hier Dingels drin, aber das ist, glaube ich, der Schrotthändler, der gerade draußen vorbeifährt. Ich hoffe, den hört ihr nicht. Ich weiß, dass ich meine Aufnahme hatte, wo es ganz... Seid in der Dienst, Leute.
laut war. Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. So. Wow, oh, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Oh. Ach so, verstehe. Ich wollte gerade noch fragen, und wie? Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich... Wenn es nicht so knarren würde. Einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Boah, das ist echt nervig. Ich meine, klar, es ist realistisch hier so mit der Taschenlampe. Aber das ist echt nervig gerade. Da geht's hoch. Nicht da. Oh. Das war ja wieder klar. Kann ich da irgendwie hochkommen? Ich denke aber mal, das ist der einzige Weg, den wir nehmen können. Weil da ist alles zu. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Ja, würdest du mir vielleicht jetzt helfen? Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Ach so. Oder so. Oder auch nicht. Da kommen wir nicht durch. Ja, es wäre schön, wenn wir jetzt endlich mal hier hoch dürften. Aber ich kann ja kein Y drücken, weil sie müsste mir hier helfen. Das ist halt das Problem. Oh nein, nur ein bisschen länger. Oh, was hat der... Noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Komm schon. Komm schon, komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Die halten aber auch nicht ewig. Au, oh, sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Mach doch mal Licht. Also ich dreh... Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich drehe mich hier schon die ganze Zeit. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Ich kenne einen Weg. Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Muss ich hier vielleicht vorher alles absuchen, damit die das endlich mal kapiert mit dem Weg hinten. So, ich gehe jetzt einmal hier die Runde. Nur für dich. Und dann gehe ich wieder zur Mitte. Nee, es ist gar nicht die Mitte. Moment, hier. Na, endlich. Sieht versprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Ach, die ist auch schwer vom Begriff, die Frau. Okay. Und jetzt du. Okay, danke. Vorsicht, Kopf. Ja. Ja, genau. Warte mal, da hinten konnten wir jetzt aber nicht mehr weiter, oder? Da war nur das Loch. Ja, da war nichts mehr. Mein Schatznäschen war nämlich gerade wieder in Aktion. Oh, wir können links oder rechts. Moment, hier sind aber... Hier ist Schlamm.
Und da ist auch Schlamm. Achso, da ist ein Sackgasse. Okay. Ja, ja, ja. Ich habe gedacht, vielleicht ist da der Schatz, den mein Näschen gerochen hat, aber mein Näschen trübt mich ja hin und wieder. Okay. Müssen wir da runter? Anscheinend. Springen konnte ich nicht. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Oh mein Gott, das sind wirklich alles Arme. Okay. Da können wir raus. Und da können wir raus. Da scheint es weiterzugehen. Also gucken wir da vorher nochmal eben. Okay, wir können nichts einsammeln, dann gehen wir den Weg weiter. Sieh mal, Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Übrig. Übrig. Okay. Ist das etwa eine Mumie? Was? Ach, da. Oh. Links und B, links und B. Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt! Gott, verdammt! Bist du okay? So weit, so gut. Ja, einmal rollen hat nicht gereicht. Oh. Ja. Ich schätze, da sind schon ein paar drauf reingefallen, so wie das hier aussieht. Da sind wieder welche. Wenn die mir jetzt wieder im Weg rumsteht, ne? Bist du okay? Ja. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Okay, da müssen wir rum. Hey Nate, hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Genau, rutsch du schon mal vor, damit ich sehen kann, was ist. Tolle Abkürzung. Okay. Nein! Oh. Okay. Verdammt! Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Hm. Da ist das Ding. Das habe ich gesucht. Danke. Ned, was kommt als nächstes? Die Augen, die sich ob meines Egos verdrehen? Vorsicht! Wenn das so weitergeht, könnte das sein. Also da ist Wasser. Was ist hier? Nee, hier. Noch mehr Selbstmordmumien. Verdammt! Geht's dir gut? Ja, aber da kommen wir nicht mehr lang. Okay, dann doch zum Wasser. Von mir aus. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich nicht zurückgehen soll. Toll. Nicht explodieren, okay? Okay, hier ist nichts. Oh, ja, roll bloß nicht weg, roll bloß nicht weg. Vor allen Dingen... Gut. Hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter.
Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Nicht standardgemäß, wa? Okay, schauen wir mal hier hinten nach, ob da noch irgendwas ist. Da sind wir runtergerutscht. Das ist wieder links und rechts. Oh, wie ich das hasse. Guck mal erstmal rechts, weil ich denke, dass es links weitergeht. Scheinbar geht es aber rechts weiter. Geh doch mal aus dem Weg hier. Kannst du nicht einfach mal oben warten? Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Scheinbar geht's wirklich da weiter. Aber hier unten habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Wir kommen ihnen näher. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, nicht immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Mhm. Komm bitte runter. Komm du doch runter. Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Hier ist keine Spur von Sam. Wir finden. Oh. Wobei, ja. Wir müssen da nicht hoch, ne? Elena, runter! Wollt ihr Idioten alles zum Einsturz bringen? Alter! Hallo, du sollst runtergehen. Wo ist der? Ja, komm raus! Alter, ernsthaft, komm schon. Sag mal, wo schießt der hin? Ist der jetzt tot oder nicht? Ich schätze, der ist tot. Nein, 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 nein. Ich will die nicht wechseln. Ich wollte nur kurz das Ding nehmen. Also Munition nehmen, das wollte ich sagen. Boah, ich hasse diese Typen, echt. Blöde ist, ich kann hier nicht wirklich Munition holen. Ich kann zwar natürlich hin und wieder andere Waffen holen, aber die sind auch nicht immer gut. Ja, okay. Boah. Sarah, ich hasse diese Typen. Explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Die Münder, die mich verleumdeten. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Ich sehe keine Fußspuren. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Okay, dann holen wir sie mal ein. Also die kam jetzt allerdings von links. Ich würde gerne mal gucken. Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Twos Männer gegen Averys.
Okay, da scheine ich dann doch weiter zu gehen. Dann schauen wir unten noch mal kurz nach. Komm, lauf. Kann man da noch irgendwas finden oder so? Ah, hallo. Hä? Das geht also einmal rund? Sieht so aus. Okay. Ah. Mann, das war einer von Averys Leuten. Tote Reden. Okay, Moment, von da kam sie, ne? War hier nicht noch ein zweiter Eingang? Ach, das war nur... Okay. Na gut, dann gehen wir den Weg, den wir gehen sollen. Das war jetzt einmal hier durch. Wenn ich denn auch ein bisschen schneller laufen könnte, dann käme ich auch direkt zum Y. War hier noch irgendwas? Nee. Hallo. Mhm. Irgendein Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Den hatte ich zuerst gesehen. Lieutenant Barton, Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden. Gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel. Ah, aber seid achtsam, Lieutenant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück, Captain Thomas Two. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Tod denen, die vom Weg abkommen. Okay. Können wir uns ja jederzeit nochmal angucken, ne? Da ist der Stollen. Und das ist aber auch ein Stollen. Ach, Mann. Okay. Das heißt, hier ist dann der andere Weg, nehme ich mal an. Ja, zweimal hintereinander rollen ist nicht so gut, ne? Boah, Leute, ernsthaft. Da geht's wieder zurück, nehme ich an, oder? Nee. Ah, explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Da geht's runter. Dann gucken wir noch mal, was mit der anderen Seite ist. Ich muss alles wissen hier. Moment. Da müssen wir noch ein Stück zurück, ne? Oder? Hä, wir sind doch links rumgegangen. Jetzt kommen wir rechts rum raus. Okay. Also scheint doch wieder ein Rundgang zu sein. Na gut, dann springen wir mal runter. Wenn wir es wiederfinden. Denn hier irgendwas frei explodiert dadurch? Nö, ne? Ich wollte gerade sagen, wir stürzen mal einfach so in die Tiefe, ohne zu sehen. Hab ich da was gehört?
Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Mhm. Okay. Ich habe Druck auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter. Okay, das heißt, dass wir, ich weiß es nicht, auf der anderen Seite woanders hinkommen vielleicht. Oder nur eine Sackgasse. Da ist nichts mehr zu... Ah! Ja, geil. Genau das meine ich nämlich. Am besten immer alles mal kurz durchgucken. Dann kann man auch alles finden. Sehr geil. Obwohl, alles werden wir wahrscheinlich eh nicht finden, muss ich dazu sagen. Aber was wir mitnehmen können, das, ne? Das nehmen wir natürlich auch mit. Okay. Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Das ist ein Schiff oder sowas. Kreuze. Und Totenkopf. So, wie kriege ich jetzt nochmal? Da ist mein Tagebuch. War das... Nee, Moment, das war jetzt... Doch. Die Symbole entsprechen denen auf den Posten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Okay, ich mache mir jetzt ehrlich gesagt mal ein Bild davon, weil das merke ich mir niemals, was da alles draufsteht. So, die Frage ist jetzt also, links ist Totenkopf, unten rechts... Also ich schätze mal, ich hoffe, wahrscheinlich werden wir jetzt eh sterben. Garantiert werden wir sterben. Ach so, Moment, der ist aber, der steht auf dem Kopf, ne? Die sind richtig rum. Die sind aber überall, bedeutet das Tod. Der ist nach rechts gekippt, das heißt... Theoretisch, scheiße, müssten wir hier durchkommen. Aber wenn der richtig rum ist, ist da auch ein Totenkopf. Und da ist dann unten auch ein Totenkopf. Das heißt, wir müssten auf der linken Seite anfangen. Ja, da steht sie jetzt auch gerade natürlich. Gut, da können wir auf der rechten Seite theoretisch durch. Hier haben wir den Totenkopf nach rechts geneigt. Okay, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Das Schiff? Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. Ich kann da aber nicht rübergehen. Aber das Schiff ist unten komplett. So weit, so gut. Ja, da kann ich oben links. Wer weiß, was passiert. Ja, stimmt. Da kann ich oben links. Das steht auf dem Kopf. Das heißt, ich kann hier oben über die beiden gehen. Müsste dann hier... Ah, hier komme ich aber nicht vorbei. Ach so, Moment. Ich kann oben über die beiden gehen. Und dann einmal hier unten. Ja. Oh mein Gott. Leck mich, Avery. Oh mein Gott. Manchmal ist es doch gut, wenn man sich mal kurz ein Foto machen kann. Da kommen wir raus. Das ist aber keine gute Idee. Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Guckte gerade so nach oben. Schlüsselloch. Schlüssel. Warte. Wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los.
siehst du? Das war ja klar. Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Mist, du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Oh, geht das auf Zeit? Ernsthaft? Oh, nimm schon! Nein! Wieso hat er nicht genommen? Oh, ist das dein Ernst? Ich drück die ganze Zeit Y wie so eine Blöde. Jetzt mach! Ich sehe nicht, wo ich hinlauf. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Los! Komm. Au. Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hä? Huh? Elena? Oh oh. Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm,